Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tribe. Und heute bauen wir endlich dieses Monster fertig hier. Ich hoffe, ich habe genug Bambus dabei. Ich habe jetzt, wartet, 132 Bambus. Also das ist auf jeden Fall, dieses Konstrukt verschlingt so viel Bambus, das ist unfassbar, unfassbar. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil und damit, let's go. Ja, ich weiß nicht, ob mein Bambus dafür reicht, aber wir probieren es aus. Gerade schon wieder echt viel Sturm hier im Sandland. Sandsturm. So, zack, jetzt müssten wir eigentlich nur noch auf der anderen Seite das bauen. Ich habe jetzt noch 52 Bambus. Ich habe schon wieder so viel Bambus verbaut innerhalb von 3 Sekunden hier. Aber jetzt fehlt mir hier, jetzt fehlen mir Ranken. Und ich glaube auch, dass der Bambus nicht reicht. Der beste Spot, um Ranken zu ernten, ist tatsächlich hier in den ersten Altar reinzugehen. Und hier in der Höhle hat man so viele Ranken. Kann man auf jeden Fall safe sich erstmal einen Vorrat an Ranken beschaffen. So, zurück an der Baustelle. An der Mega-Baustelle. Ich habe wieder Bambus und ich habe Ranken. Und jetzt müssten wir das Stück, was da jetzt noch blau ist, müssten wir jetzt erledigt kriegen. Ist halt nur die Frage, ist das das Letzte, was wir machen mussten? Oder kommt da noch was? Okay, jetzt sind da Seile dazwischen gespannt. Oder hinten müssen wir jetzt so eine Schaukel bauen. Ey, da kommen jetzt bestimmt die Steine rein. Safe. Also sonst ist jetzt hier nichts Blaues mehr. Nur noch da. Da oben. Okay, gehen wir hoch. Schauen wir uns an. So, Holz und Ranke. Ja, Bambus, große Blätter. Ah, hier brauchen wir Schieferstein. 20 Stück. Ja, ist ja kein Problem. Wir sind ja hier gleich am Schieferstein und können da vorne Schieferstein abernten. 20 Schieferstein. Ich hab's doch gesagt. Habe ich's nicht gesagt? Warte mal, ich habe keine Spitzhacke. Oh, lol. Muss ich mir erstmal eine Spitzhacke craften? Oh, lol. Ich habe noch ein Bambus. Ein Bambus habe ich noch. Das ist jetzt übrig von dem ganzen Gebaue. Und ich habe schon wieder eigentlich... Entschuldigung. Ich habe eben gerade schon wieder Bambus gejagt, ne? Also... Jetzt habe ich wieder bloß einen davon. Also, krass. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, dass da so, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Bambus jetzt reingingen in dieses Konstrukt. Aber eigentlich müssten wir nur noch diesen Stein abbauen. Siehst du, jetzt haben wir 27. Top, das müsste reichen. Aber eigentlich bräuchten wir noch eine Gondel. Das müssten wir noch bauen. Safe muss da noch Bambus rein. Oh Gott, ich muss noch mal los. Wahrscheinlich. Also ich meine so ein Ding, wo wir drin sitzen. Damit der Fahrstuhl halt auch Sinn ergibt. Was ich meine? Okay. Jetzt haben wir die Steine da drin in dem Netz. Und jetzt? Was bauen wir jetzt? Müssen wir noch was bauen? Ich sehe gerade nicht, ob wir noch was bauen müssen. Ach doch, da oben. Guck mal. Da oben müssen wir noch was bauen. Oh, ich sehe es schon wieder. Die wollen Bambus von mir. Ja, hoffentlich ist das Zeug aus Holz. Hoffentlich will er jetzt keinen Bambus von mir. 8 fucking Bambus. Ich muss noch mal Bambus ernten gehen. Das hätte man nie über NPCs farmen können. Ich glaube, da hättest du irgendwie 2, 3 einstellen müssen in einer Holzfällerhütte, die von der Gameplay-Zeit her vom ersten Dorf bis zum dritten durchgefarmt hätten. Lol, das muss man ja mit der Hand farmen. Das geht sonst nicht anders. Ich habe jetzt zwar schon 14 Bambus, aber ich werde noch mehr einsammeln, weil ich irgendwie schon wieder den Braten rieche. Ich will halt vorbereitet sein. So, 60 Bambus sollte reichen. So.
Ich hoffe, das ist einfach das letzte Teil, was wir bauen mussten. Oh Gott, oh Gott, es ist nicht mal alles. Warum kann ich das jetzt nicht... Das ist doch behindert. Hallo? Hallo? Warum komme ich da nicht ran? Na, jetzt bauen wir erst die Gondel. Ja, wir brauchen Ranken schon wieder. Boah, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, ey, schon wieder. Also, langsam nervt mich dieses Bauprojekt massiv. Ich habe auch gerade ein Achievement bekommen im Game. Laufe 25 Kilometer. Und das ist safe nur in der Zeit, wo ich das, wo ich dieses scheiß Bauprojekt gemacht habe. Diesen scheiß Lift. Sag's euch. So. Nochmal Schnellreise. Ey, wenn es diese Schnellreise nicht, wenn ich die nicht entdeckt hätte, ja. Was wäre das jetzt für ein Aufwand? Ey. Was wäre das für ein Aufwand, wenn es diese Schnellreise einfach nicht geben würde? Krass. Gott sei Dank habe ich das gecheckt. Kann ich jedem nur empfehlen, der mit dem Game anfängt, nutzt die verdammte Schnellreise. Ich habe bestimmt mindestens 2-3 Stunden in-game verplempert am Anfang, weil ich das nicht gecheckt habe. Es sieht einfach so krass aus. Und trotzdem, dass es so krass aussieht, sieht es trotzdem nicht danach aus, dass du da 500 bis 1000 Bambus reinsteckst in die Scheiße. Ey. Entschuldigung, muss ich mich mal ein bisschen aufregen. Weil dieses Ding, also scheiß mal jetzt auf die Eco, die wir jetzt aufgebaut haben in den drei einzelnen Dörfern. Die haben wir eigentlich nur, damit da so ein paar Leute beschäftigt sind und was zu beißen haben, sage ich mal. Aber für das Ding hier haben wir die Eco von unseren drei Dörfern überhaupt nicht gebraucht. Ich musste nämlich alles per Hand abfarmen. Könnte man jetzt sagen, okay, weil ich schlecht organisiert bin in den drei Dörfern. Aber es... So. Quest aktualisiert die Reise. Finde den Bruder der Priesterin. Jetzt können wir dieses Ding benutzen. Ich springe jetzt hier runter. Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. Okay. Jetzt haben wir hier so ein Teil, was wir gar nicht gebaut haben. Okay. Achso, wir drehen das jetzt im Prinzip mit Muskelkraft auf die Position. Ja, Alter, das will ich sehen. Dass das funktioniert. Auf die Position, okay. Und jetzt können wir hier reingehen. Und dann geht das automatisch wieder durch das Gegengewicht nach oben. Verstehe. Also, aber es ist krass. Es ist krass. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt stößt es hier an. Und jetzt können wir hier rüberspringen. Wie sehen unsere Ressourcen aus? Eigentlich ganz okay, ne? Ich wollte eigentlich, bevor ich hier hingehe, noch die ganzen Sachen hier machen. Die zwei Sachen. Steintotem und große Schlafhütte. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nebensächlich und hat nichts mit der Story zu tun. Wir gehen jetzt einfach hier rein. Komm. Ich habe jetzt lang genug gearbeitet dafür, dass ich hier einfach reingehen kann. Vulkanland besucht. Ah ja. Wir gucken gleich mal so ein bisschen. Hier haben wir nämlich schon... So, die Bäume hier können wir abholzen. Was gibt das denn? Einfach nix. Einfach nix. Die kann man einfach so mit einem Schlag und es gibt kein Holz dafür. Doch! Da unten! Drei Holz. Ach so. Sammeln wir gleich ein. Ist nicht wie bei den anderen Bäumen. So. Also der Priester, der hier ist, mit seinem kleinen Puppeldorf, der müsste ja richtig am Po sein, sage ich mal. Also der müsste ja richtig... Hier läuft ja gar nichts. Wisst ihr, was ich meine?
Hier, das hier ist angesagt, ne? Das ist angesagt hier. Oh, warte mal. Ist das hier irgendwie vielleicht ein Gegner, der uns hier erwartet? Sollte ich vielleicht mal den Speer ausrüsten? Hier sind ja ganz schön viele Schädel. Und große Knochen auch. Ich habe bis jetzt noch keine neuen Ressourcen gesehen. Beste kann man hier ernten. Toll. Okay, okay. Sind wir schon am Altar? Na, so fast. Da oben müsste der Altar sein, wo die Treppen hinführen, ne? Was gibt's hier eigentlich für Ressourcen? Hier gibt's Ton und Obsidian. Fehlende Ressourcen, Essen. Ah ja, da sind wir also mit dem Essen. Das dachte ich mir ja schon fast, dass wir hier gewürztes Zeug hinliefern müssen. Wo kamen wir jetzt raus? Kamen wir da raus? Ja. Ja, ich gehe erstmal zu ihm hin. Wir führen erstmal die Quest aus. Vielleicht hat er ja was Interessantes zu sagen. Wächter, halt! Ich bin Wächter des Göttersteins. Wer bist du, Reisender? Wie bist du überhaupt an die Küste unseres Feuerbergs gekommen? Ich bin Baumeister. Wellenreiterin? Ha, der war gut. Warte, du meinst das ernst, oder? Sie ist eine Verräterin unseres Stammes. Es ist ihr verboten, Worte zu sprechen, die keine Gebete an den Gott des Feuerwerks sind. Außerdem trauen wir Außenseitern wie dir nicht. Warum auch? Du bringst uns, du bringst nichts außer Gerede über falsche Götter und ertragreiche Ernten, die es nicht gibt. Eine Priesterin schickt mich. Eine Priesterin? Du kennst meine Schwester? Ich dachte, die Wellen hätten sie geholt. Ich dachte, ich hätte sie verloren. Ich kann dir mit der Wellenreiterin nicht helfen. Unser Häuptling regiert mit eiserner Faust und nur er kann sie befreien. Aber ich werde dich nicht davon abhalten, uns Nahrung zu bringen, denn wir haben die Vorräte dringend nötig. Tu, was du tun musst, um sie zu beschaffen. Ich werde die anderen darüber unterrichten, dass du keine Bedrohung darstellst. Schließe den Bau ab. Marktplatz. Gewürzte Rationen. Ja, ja, ja. Okay, okay. Also wir haben jetzt hier ein ziemlich großes Feld, wo wir bauen könnten. Und hier ist der Altar. Ja, so nah an den Altar können wir nicht bauen. Da hinten ist das Obsidian. Das sieht fast danach aus. So, Gefahr. Was brauchen wir dafür? Obsidianperlen 5, Obsidianstatuen 5. Alles aus Obsidian. Obsidian oder Obsidian? Das ist hier die Frage. Ja, dann werde ich da unten erstmal einen Marktplatz hinbauen. Hier würde ich sagen, kommt das Ding hin, hier unsere Werkstatt. Kann ich schon mal hier hinsetzen? Dann kann ich im Prinzip gleich, wenn ich eine Schnellreise benutze, von da hier runter und bin ziemlich schnell da, wo ich hin will. So, Marktplatz können wir, bauen wir hier hin. Der Marktplatz. So, von den restlichen Ressourcen, die wir jetzt von dem Megabau haben, müsste das eigentlich, nein. Ich brauche wieder Bambus. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ist doch nicht euer Ernst, das kann doch nicht wahr sein. Warzenschwein. Das ist jetzt Obsidian. Oder ist das blauer Stein? Blauer Stein ist das nämlich, ne? Wir müssen erstmal, ich suche mal erstmal Obsidian. Dann können wir vielleicht schon mal dieses Erweckungsding machen hier, damit wir da die Schnellreise machen können. Was haben wir jetzt gemacht? Markierung. Ach so, Markierung. Ah, wir können eine Markierung hinzufügen. Verstehe, verstehe.
Ist das jetzt blauer Stein oder Obsidian? Ich glaube, es ist blauer Stein wieder, ne? Ja. Wo gibt's denn hier Obsidian? Ach, Quatsch. Das ist alles nur blauer Stein. Das ist auch nur blauer Stein. Kommt man hier runter? Sterbe ich, wenn ich hier runtergehe? Komme ich hier irgendwie wieder hoch? Ich dachte, vielleicht hier unten gibt es Obsidian. Aber no way. Kommen wir auch nicht mehr hoch, ne? Ich kann jetzt einfach hier in die Lava springen. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wo spawn ich denn? Das wäre mein erster Tod. Geronimo! Kuschelig. Du bist ohnmächtig geworden. Aufwachen. Komm auf die Beine, Baumeister. Die Götter wird nicht gefallen, was sie, wenn wir sie warten lassen. Bewusstsein verloren. Wenn deine Gesundheit auf Null sinkt, verlierst du das Bewusstsein. Deine Gegenstände liegen. Nein! Deine Gegenstände liegen an der Stelle bereit, an der du deine Gesundheit verloren hast. Ja, lol, das ist verloren jetzt. Oh, hier gibt's Wasser. Auch gut zu wissen. Fuck. Ja, dann muss ich zurück. Dann muss ich mir erstmal alles wieder neu craften und so. Boah, ist das dumm. Noch mal kurz in die Stämme reingucken. Haben wir irgendwas vergessen? Brauchen wir noch irgendwas? Erster Stamm sieht gut aus. Da brauchen wir höchstens mal noch Äxte. Da haben wir nur noch eine da. Und demnächst dann Messer. Okay, okay. So, Lager 2 sieht auch gut. Naja, gut, nee, da brauchen wir... da brauchen wir Speere, bitte. Und auch Äxte. Aber Messer sieht okay aus. Lager 3. Lager 3 hat 7 Messer. Ja, Spitzhacken brauchen wir unbedingt. Und danach Hämmer. So, wir müssen jetzt rüber ins vierte Lager. Die beiden Hütten fertig bauen, dann Obsidian suchen und dann... ja, das komische Ritual dann durchführen. Und ich habe mich gerade schon wieder verlaufen. Warum? Warum passiert mir das immer hier? Warte, produzieren wir jetzt eigentlich gewürzte Nahrung durchgängig? Nee, uns fehlen Kräuter, ne? Was sammelt die Sammlerhütte im dritten Lager? Ranken. Sammeln mal Kräuter, bitte. Und dann müsste es eigentlich laufen. Hoffe ich. Und dann könnten wir eigentlich hier auch schon Marktplatz 3 gewürzte Essensrationen an Marktplatz noch nicht. Den haben wir noch nicht gebaut. Aber den bauen wir jetzt gleich. Also ich erkunde jetzt gerade noch mal so ein bisschen das neue Gebiet auf der Suche nach Obsidian. Und ich finde einfach nichts. Ist das hier Obsidian? Das sieht so aus wie Obsidian. Okay. Wir gucken mal. Safe. Ja, Obsidian. Sehr gut. Nehmen wir erstmal ein bisschen was mit. Ah, für Obsidian-Perlen braucht man also Leder. Okay. Wahrscheinlich, wenn man die auf einen Lederband auffädelt oder so.
Gott sei Dank habe ich genug Leder. Also im Sanddorf haben wir echt viel Leder. 170. So, Marktplatz ist fertig. Dann tun wir gleich mal in den Marktplatz die gewürzten Essensrationen rein. Transportiere gewürzte Essensrationen zum neuen Marktplatz. Ach so. Ich gucke halt mal, was in den Ständen so los ist. Oh, die brauchen wir dringend ein Messer. So, ja, im ersten Dorf haben wir so ein bisschen ein Messerproblem. Das kriegen wir aber gleich in den Griff. Im zweiten Dorf, wie sieht's da aus? Da haben wir ein Axtproblem. Mach mal große Axt, bitte. Ja, die brauchen auch Ranken, ne? Ja, aber Axtproblem ist nicht so krass. Hier, achso, das ist auch immer noch erstes Dorf. Drittes Dorf, wie sieht's da aus? Mach mal bitte auch ein Messer. Ach nee, Hämmer brauchen wir da. Okay, gut. Ich werde jetzt hier meine Hütte nochmal fertig bauen. Warte mal, wir können ja jetzt schon sagen, Marktplätze, der hier soll zum Marktplatz 4 liefern. Wie sieht es jetzt aus im Marktplatz 3? Wir brauchen halt Kräuter, ne? Aber die sammeln wir hier schon. Wer sammelt Kräuter? Macht das denn? Genau. Und gewürzte Essensration 4. Jetzt müssen wir auch gleich was trinken. Wo war das Trinken nochmal? Das war da drüben, ne? Auf der anderen Seite. Alter, hier komme ich nicht hoch? Doch. Was wir auch gleich mal machen können, wenn wir hier oben sind, die Sachen hier abgeben. So, Feuer. Jetzt können wir hierhin schnell reisen. Top. Das hat mir jetzt die ganze Zeit gefehlt. So, da unten müsste... Wow! Oh, okay, okay. Alter. Das war, close. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Nein! Oh, falle ich jetzt hier wieder? Nein! Och nein! Ich hasse es. Ich hasse es so hart. Das wird mir noch ein paar Mal passieren. Weil da sind genauso zwei Pöller für eine Brücke. Und das wird mir noch ein paar Mal passieren. Safe. Oh, nee, ey. Jetzt ist das ganze Zeug wieder weg. Darum heißt das hier Gefahr. Scheiße. Guck dir doch mal an, was das für eine Falle ist da. Naja. Aber ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und das war's erstmal für diese Folge. Tribe, ich habe eine Hütte gebaut für mich. Ich habe einen Marktplatz gebaut im neuen Lager. Und ja, wir erschließen jetzt so ein bisschen das Vulkanland. Und beim nächsten Mal hasse mal richtig rein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, vergesst den Kommentar nicht. Und das führt da so ein bisschen Algorithmus. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr die Folge schaut. Ja, macht's gut, bis dann. Ciao.